Ja, wer klopft denn und hämmert denn da? Es sind die Vorboten für das Fest der schönsten Zeit im Jahr, Weihnachtszeit. Der Baum steht bereits und immer wieder strömen Besucher auf den großen Platz des Landes, um die Vorbereitungen zu bestaunen. Der Weihnachtsmarkt, Waldmarkt, wird aufgebaut. Wie weit ist man denn schon? Ja, die Waldweihnacht wird ja am 28. November eröffnet. Am 25. November übergeben wir die Hütten an die Standbetreiber und wir sind jetzt schon in den letzten Zügen. Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes, der Kinderzug wird gerade noch aufgebaut im Hintergrund. Die Hütten sind fertig aufgestellt. Wir positionieren noch die Feuertonnen und die Dekenelemente. Und dann geht es noch um die Deko, die kommt ab morgen mit den Tannenzweigen, mit den Christbäumen, alles im Plan. Wunderbar, wenn alles im Plan ist, denn jetzt freut sich auch schon der Weihnachtsbaum. Der steht ja schon am Hauptplatz, wann endlich seine Lichter entzündet werden. Naja, eine Woche muss er sich noch gedulden. Unser stattlicher Weihnachtsbaum, 55 Jahre alt, aus der Gemeinde Proleb stammend, gleich wie unser Bürgermeister. Und das passt ganz gut, denke ich mir, auch zur Stadt Bruck an der Mur und zum heurigen Christkindlmarkt hier in Bruck, zur Brucker Waldweihnacht. Und nächste Woche, 28. November, 18.30 Uhr, feierliche Eröffnung hier in Bruck am Hauptplatz. Für Sie die erste Waldweihnacht in Bruck an der Mur? Die erste Waldweihnacht nicht, aber die erste Waldweihnacht, die wir beruflich ausüben. Wir haben bis jetzt die Waldweihnacht privat genießen dürfen und heuer sind wir erstmalig dabei, die Waldweihnacht beruflich und dienstlich umzusetzen für die Stadt Bruck. Können Sie uns ein bisschen was erzählen, was Sie sagen, beruflich? Ich arbeite für die Standard- und Marketing GmbH. Wir setzen das ganze Projekt für die Stadt Bruck an der Mur um. Und seit Montag sind wir schon dabei, die ganzen Hütten anzuliefern, aufzubauen. Da wir heuer relativ viele Teilnehmer haben, haben wir auch Miethütten anmieten müssen. Und mit der ganzen Infrastruktur sind die Vorbereitungen im Laufen. Und am Montag werden wir das Ganze erfolgreich an die ganzen Standbetreiber und Hüttenbetreiber übergeben. Wissen Sie ungefähr, wie viele Hütten da stehen werden? Wir haben bis jetzt 16 Hütten da stehen. Da sind Gastronomiebetriebe dabei, da sind Kunsthandwerker dabei. Und der Brucker Laden hat selbstverständlich auch eine Hütte. Also angesagte Vielfalt. Und natürlich wird sehr viel getan, was Kreativität anbelangt. Es werden immer neue Ideen kommen und es wird immer schöner von Jahr zu Jahr. Wir bemühen uns, das Programm vielfältig zu gestalten. Das beginnt vom Kinderprogramm, das beginnt von der Kinderbetreuung bis hin zu den Tierbereichen, Kunsthandwerk. Wir werden wieder einen Schuhmachermeister dabei haben, wir werden Schlosser dabei haben und jeder versucht sein Bestes zu geben. Und auch die Geschäftswelt ist intensiv dabei. Für alle ist gesorgt, damit es duftet und strahlt. Bruck verbindet Menschen. Bruck freut sich über solche Aktionen. Ja, Bruck hat ja den Slogan angesagte Vielfalt und diese angesagte Vielfalt wollen wir auch bei der Waldweihnacht natürlich reintragen. Wir haben unterschiedlichste Kinderanimationsprogramme, wir haben unterschiedlichste Musikgruppen, die hier aktiv sind, aber auch natürlich unterschiedliche Vielfalt oder große Vielfalt im Bereich der Gastronomie, aber auch der Handwerkshütten. Jetzt darf der Schnee kommen, aber nicht zu viel. Wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn viel Schnee kommt. Das macht Stimmung. Wir haben einen ausgezeichneten Winterdienst hier in der Stadt Bruck an der Mur. Und Schnee wäre natürlich willkommen, aber die Prognosen sind momentan leider Gottes nicht in Richtung Schnee. Aber schauen wir, auch so bringen wir Weihnachtsstimmung zusammen. Wie lang dauern die Vorbereitungen, wenn man sagt, so, jetzt gehen wir es an? Man muss einmal sagen, bis der Weihnachtsmarkt steht in dieser Form und eröffnet werden kann, sind es knapp 2 Wochen. Aber die Arbeiten im Büro beginnen natürlich viel, viel früher. Da haben wir schon im April begonnen, die ersten Vereinbarungen zu treffen mit Künstlern, mit Ausstellern und Ähnlichem. Und am 23. Dezember machen wir hier nochmal eine wunderschöne Waldweihnacht. Und am 23. Dezember werden wir dann auch unsere Dekobäume an bedürftige Bruckerinnen und Brucker verteilen, sodass wir zum Abschluss für das Christkind auch nochmal etwas Gutes tun. Also auch eine soziale Kompetenz. Natürlich, das ist ganz wichtig für eine Stadt wie Bruck an der Mur und auch für uns als Betreiber dieser Waldweihnacht. Wir wollen auch etwas zurückgeben. Wir wollen nicht nur nehmen, die Leute hierher bringen, sondern wir wollen auch etwas zurückgeben. Man kann nur noch zum Schluss sagen, ihr Kinderlein kommet, kommet doch all. Perfekt gesagt, Herr Oberhauser, das wünschen wir uns.